ein Weltmeister ging, nämlich Menzel, ein anderer Weltmeister kam wieder zurück, nämlich Prost. Und wir haben einen gebeten, der wie kein anderer sich mit der Materie auskennt und sozusagen einen Report und eine Bestandsaufnahme über die Formel 1 im Hinblick auf die neue Saison zu machen. Niki Lauda, hier ist sein Bericht. Wir gehen jetzt in eine neue Formel 1 Saison und über den Winter wurden die Autos zumindest am Papier langsamer gemacht. Schmälere Reifen, die Flügel wurden hinten niedergesetzt, die Aerodynamik leicht verändert, damit die Kurvengeschwindigkeit reduziert wird. In Wirklichkeit hat sich aber jetzt schon herausgestellt, dass diese ganzen Modifikationen eigentlich wenig gebracht haben. Ich glaube, dass ungefähr die gleichen Rundenzeiten gefahren werden, vielleicht auf manchen Strecken sogar etwas schneller. Aber schauen wir uns einmal die ersten Eindrücke an. Mein Favorit für die Weltmeisterschaft heuer ist Alain Prost, der natürlich ein irres Schwein gehabt hat, weil er hat letztes Jahr im März schon einen Vertrag gemacht mit Williams bzw. mit der Motorfirma und der Spritfirma, die Williams sponsert, und ist dann in eine Situation gekommen, wie wir alle wissen, Menzel ist nach Amerika abgewandert, ob seiner Fahrt oder nicht, werden wir später noch erklären. Und der Mann, der jetzt ein Jahr pausiert hat, sitzt jetzt im besten Auto und hat sicher technisch das schnellste Auto, mit dem er sicher heuer relativ leicht Weltmeister werden kann. Hier sieht man auch die aktive Radaufhängung, die ja wirklich das Geheimnis des Williams sind, weil die einfach so lange Entwicklungszeit hinter sich haben, dass das Auto wirklich super funktioniert. Zweite Fahrer bei Williams ist Damon Hill, der Sohn des legendären Ex-Weltmeisters Graham Hill. Auf die Frage bezüglich der schmäleren Reifen in der heutigen Saison meint Alain Prost: Sie bauen schneller ab, wenn sie älter werden als bisher, denn sie werden viel wärmer. Speziell auf heißem Asphalt und bei hohen Lufttemperaturen ist der Unterschied deutlich spürbar. Das allererste Rennen in Kyalami wird besonders schwer werden, denn dort ist es sicherlich heiß und wir haben den Winter über nur auf relativ kühlen Rennstrecken trainiert. Während des Jahres wird es so sein, dass wir einen Reifenstopp mehr pro Rennen einlegen werden. Zum neuen Sauber-Team meint Prost. Sauber wird von uns allen sehr respektiert und wir wissen, dass sie sehr ehrgeizig und gewissenhaft sind. Es gibt immer wieder neue Teams in der Formel 1, aber einige gehören ganz einfach nicht dorthin, denn sie sind zu wenig professionell. Dies gilt aber sicherlich nicht für Sauber. Alle hoffen, dass sie konkurrenzfähig sind, aber sie sollten es nicht zu schnell sein, denn ich möchte sie nicht ständig vor mir haben. Karl Wendlinger hat es natürlich gut erwischt, indem er zu Sauber marschiert ist. Man sieht hier, wie schweizerisch Sauber alles bei Sauber ist. Ich würde sagen, es ist sicher von den neuen Teams in der Formel 1 eine Bereicherung für die ganze Formel 1, weil das sicher Profis sind, die wissen, was sie tun. Obwohl ich der Meinung bin, dass sie sich sicher unter den ersten 6 bis 8 qualifizieren werden können. Aber man wird dann schon den Unterschied zwischen den Etablierten und Sauber erkennen können. Wir wollen 5 Autos fertig haben, bis wir nach Kyalami gehen. Und die 5 Fahrzeuge, die werden fertig. Natürlich ist es so, dass im Detail noch das eine oder andere nicht so ist, wie wir das gern hätten. Es ist auch nicht so einfach, zum ersten Mal in eine Formel 1 Saison reinzugehen. Sauber hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich auch mit meiner Größe im Auto gut sitzen kann. Und jetzt machen wir noch abschließende Tests. Einen neuen Sitz nur mehr, aber dann ist das schon okay. Pedalstellung passt schon? Pedalstellung passt, ja. Es ist da ein bisschen am Körper ein bisschen eng, weil ein großer Feuerlöscher im Auto ist, der gleich unterm Hintern sitzt. Und das müssen wir halt versuchen, so gut wie möglich zusammenzukriegen. Und das Lenkrad? Ja, da sieht man auch die Schaltung, die halbautomatisch über Wippen betätigt wird, rechts rauf, links runter. Und das ist speziell für mich als großen Fahrer eine große Hilfe, weil ich nicht so beengt am Ganghebel schalten muss, sondern das am Lenkrad machen kann und geht dadurch einfacher und schneller.
Also in Estoril machen wir Hauptprobe Kyalami. Das heisst, wir üben den Rennsonntag am Morgen mit Warm-up, Pause bis zum Rennen, schnell das Rad wechseln und eventuell noch Motor wechseln zwischen Warm-up und Rennen. Sie machen es im Trockenen teilweise unter 5 Sekunden, jetzt da in der Box waren es um die 7 Sekunden, aber ich glaube, das ist okay. Ich glaube nicht, dass er... Ein Rennen für uns an der Box entschieden wird. Ich glaube, es ist wichtiger, wenn man den Boxenstopp vielleicht 1,5 bis 2 Sekunden länger braucht, aber dafür alles sicher ist und das Auto da einfach keine Gefahr ist durch den Boxenstopp. Der Schumacher hat ja im letzten Jahr schon bewiesen, was er kann, und ich bin sicher, dass der Benetton heuer noch etwas schneller sein wird. Also Schumacher ist sicher für Überraschungen heuer wieder gut. Meine Einstellung ganz klar dazu ist, dass wir ein sehr, sehr gutes Paket zusammen haben, die Entwicklung in unserem Auto sehr gut vorankommt, aber ich Prognosen schon immer verabscheut habe und deswegen auch keine stellen werde in der Hinsicht, dass ich jetzt sage, ja, wir werden vielleicht Zweiter oder sonst was. Wir haben mit Sicherheit gute Chancen, hinter Williams das Nummer 2 Team zu werden. Aber ob es so wird oder nicht, das ist doch noch ein offenes Fragezeichen, weil wir nicht wissen, was McLaren in diesem Jahr machen wird. Wir haben noch keine Tests gesehen mit dem neuen Motor und die müssen wir erst abwarten. Also über Ron Dennis kann man denken, wie man will. Es ist unglaublich. Der Kerl hat erst im Dezember seine neuen Motoren bekommen und hat mittlerweile 4 Autos gebaut und die Autos sind schnell. Er hat Andretti relativ früh verpflichtet, hat Häkkinen dazugenommen und jetzt taucht Senna wieder auf. Und für mich die Situation ist eigentlich relativ einfach. Senna hat mir vor ungefähr 14 Tagen gesagt, er möchte zuerst einmal das Geld mit Ron Dennis verhandeln und dann weiter überlegen, ob er fahren soll oder nicht. Ich glaube aber mittlerweile, da ich die Rundenzeiten von Silverstone gesehen habe, dass Senna mit dem Auto sehr gut zurechtkommt. Und ich glaube, dass auch wenn Ron Dennis das ganze Geld für Senna nicht zusammenkratzen kann, dass Senna auch vielleicht für weniger Geld fahren wird. Weil Senna hat ein einziges Feindbild, wenn man so will, in der Formel 1, und das ist Alain Prost. Also ich glaube, in dem Moment, wo er spürt, dass der McLaren ein Auto ist, mit dem man unter Umständen Prost und Williams schlagen könnte, dann wird er auch fahren. Bei Ferrari sind wir in einer sehr schwierigen Situation. Ich würde sagen, fast schwieriger wie im letzten Jahr. Der Grund ist ganz einfach zu erklären. Wir haben technisch sehr viel umstellen müssen. John Barnard ist dazugekommen und wir haben angefangen, die gesamte Arbeit an der Formel 1, wenn man so will, umzustellen. Natürlich, bis dieses umgestellte Team einmal ineinander greifen kann und richtig koordiniert arbeiten kann, dauert das einige Zeit. Das Auto ist ein ganz neues Auto mit einer aktiven Radaufhängung, wo andere Teams natürlich jahrelang schon Vorsprung haben an Testkilometern und Know-how. Natürlich, diese Active Suspension, die ist absolut neu und es dauert einfach seit Zeit, bis man das in Form findet. Niemand von uns hat Erfahrung drauf, ich nicht als Fahrer, Barnard nicht als Konstrukteur. Darum ist es ein bisschen schwierig. Das heißt, wir sammeln Erfahrung, indem wir halt einfach Runde für Runde Eindrücke schildern und die versuchen auf dem Computer umzusetzen. Also die Conclusio in die Formel 1 Saison hineinschauend schaut für mich folgendermaßen aus. In der ersten Startreihe wird sich ohne Frage Prost und vielleicht auch Damon Hill befinden. Unmittelbar dahinter, in meinen Augen, wird sich McLaren und Benetton um die zweite Startreihe streiten, weil diese Autos, glaube ich, relativ knapp aneinander liegen. Der Abstand zwischen Williams und den anderen wird nicht so groß sein wie im letzten Jahr, aber doch wird, glaube ich, Williams vorne wegfahren können. Und dann, glaube ich, wird es ein paar interessante Autos geben, die dann schon für mich bei Sauber, Lotus in dieser Größenordnung sich befinden werden. Und ich fürchte, gerade am Anfang der Saison, erst dann wird man Ferrari finden können. Bravo, Niki Lauda. Danke, Niki Lauda, für diesen wirklich hochinteressanten Report. Und er hat wieder mal recht gehabt, der Niki Lauda, denn vor wenigen Minuten ist eine Meldung über alle Agenturen gekommen. Ayrton Senna fährt zunächst einmal in Südafrika.